Hallo Jennifer, es freut mich sehr, zu Besuch sein in deinem kleinen, schönen Reich. Du bist sehr vielseitig begabt als Bühnenkünstlerin. Du bist Schauspielerin, Regisseurin, Zirkuskünstlerin, Musikerin, für nur ein paar zu nennen. Ich wähle dich aber Anfabe Klein, Jennifer. Du, als kleines Kind, als Mädchen, hast du schon ganz früh angefangen, Verantwortung zu übernehmen. Jetzt als Gewachsene ist es aber auch wichtig, dass das Kind in dir nicht entschläft. Warum die Überschneidungen? Also, wenn ich klein war, war es mir nicht so bewusst. Ich habe einfach sehr früh angefangen, Projekte anzureissen und zu organisieren und andere zu begeistern für Sachen. Und zum Beispiel, wenn ich 15 war, sie wird 15 und hat das blaue Ringlager geleitet. Und mir war dann nicht verständlich, warum das die gewachsen ist, die Jungen, nur mit dem Misstrauen gegeben haben. Ich hatte das Gefühl, was, das ist doch normal. Und wenn ich jetzt zurückblicke, merke ich schon, das ist eigentlich ganz krass, mit 15 so viel Verantwortung zu haben. Und ja, das hat sich einfach so ergeben. Hingegen jetzt ist das Kind in dir noch ganz fest präsent. Ja, es ist wie... Es war mir einfach immer wichtig und ich habe gemerkt, ich muss ganz fest auf das hören, einfach auf meinen Instinkt und mein Bauchgefühl. Und ich habe gemerkt, ich muss einfach ja, die Kreativität und die Spielfreude und das in mir wach behalten. Das ist mir ganz ein wichtiges, ja, ein wichtiges Anliegen. Als Theaterpädagogin arbeitest du ja du unter anderem im Kinderkulturtreff im Zickhaus oder eben hier in dem Naturtreffpunkt Chidong arbeitest du ganz viel mit kleinen Kindern. Wie siehst du aus dieser Perspektive die Kreativität der Kinder? Also ich finde einfach, dass das in der heutigen Gesellschaft wirklich wichtig ist, dass wir durch Kinder einen Raum schaffen können, wo sie die Zeit verkommen und die Muse selber kreativ zu sein, selber gestalten, selber Initiativen zu ergreifen oder ja, Ideen wie jetzt zum Beispiel das Piratenschiff, das er mit den Kindern zusammen geübt. Und ja, mir ist es einfach wichtig, dass wir den Raum geben können. Und Treffpunkt Chidong ist natürlich wirklich ein Paradies für das und wir haben alle Möglichkeiten, stehen uns offen. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hast dich als Kind immer so ein bisschen wie ein Viergeist gefühlt, hast mir Kinder an die Hand und vor uns gehen. Das passt auch ein bisschen zu deinem Stück Lobe Neopastorale. Das war deine Masterarbeit an der Hochschule für Bewegungstheater in Lugano. Ein Stück, das für ganz viel Aufruhr gesorgt hat. Du bist damit sogar in nationalen Medien gekommen. Du spielst eine Hirtin, das Publikum ist Kühenherde. Du nimmst sie quasi mit von der Matta in den Stall, geht fast bis zum Schlachthaus. Ein sehr gesellschaftskritisches Stück. Das ist ja so und das ist tatsächlich eine Thematik, die mich schon ganz früh hat beschäftigt. Und zwar, der Mensch ist dir ein Herdentier, ja oder nein? Ich bin nämlich nur mit 12 habe ich da einen Aufsatz dazu geschrieben. Und jetzt, voilà, habe ich das Stück kreiert. Und ja, es geht mir einfach wirklich um die Frage, inwiefern kann ich als Individuum, und ich finde, das ist eine sehr aktuelle Frage, ein Individuum in der Gesellschaft gleich die Freiheit zu behalten, gleich solidarisch zu sein. Ich finde, das ist sehr schwierig und dass man hier einen Platz findet. Und das stellen sich tausend Fragen. Und Lobe ist wirklich ein Stück, das die Fragen aufwirft, aber auf eine sehr poetische Art. Es hat aber auch sehr provoziert. Müsste Kunst immer provozieren bei dir? Ich finde, also ich habe wirklich zwei Seiten, sagen wir mir. Einerseits mache ich die Kunst, die wirklich einfach unerhaltsam ist und wo man hocken und genießen kann und es ist schön oder lustig. Und dann gibt es die anderen, wie jetzt zum Beispiel das Lobe, das ist schön und lustig, aber macht euch ein bisschen weh. Und ich finde wirklich, Kunst und Kultur müssen provozieren, weil wir sind da, für die Fragen aufzuwerfen und wirklich, ja, der Gesellschaft zu zeigen, das sind unsere Probleme und wie können wir hier zusammen durchgehen. Ganz anders, was im Stück Lobe, ich meine, da geht es um eine wilde, naturverbundene, starke Weiblichkeit, ganz anders ist in deinem Stück Sleeping. Da dreht sich alles um eine sanfte, ganz sensible Weiblichkeit. Du hast gesagt, die Rolle in Sleeping, die sind dir bedeutend schwerer gefallen. Warum? Ja, weil ich in meinem Alltag bin ich ganz klar eher die wilde Frau. Sag also so, ich bin hier, ich arbeite, ich tue jeden Tag Mist und schwierige Sachen trage und ich bin auch im Duo mit der Carina eher die dreht. Und
Natürlich ist mir das näher jetzt an meinem natürlichen Ich, wo die japanische Frau, die ich spiele in Sleeping, die sind halt total, ja, wirklich extrem, das andere Extrem, sehr sinnlich, sehr verschlossen in der Körperhaltung. Das ist sehr schwierig, eine grosse Herausforderung, das zu trainieren. Ein ganz grosser Teil von deinem Künstlerleben, den wir unbedingt auch ansprechen, ist die Musik. Du warst 7 Jahre lang mit der Schweizer Rockband Glenn of Guinness unterwegs, dann mit der Volksmusikgruppe iFog. Jetzt bist du noch in einem Duo musikalisch unterwegs mit deinem Lebenspartner. Wie verwirklichst du dich in deiner Musik? Also was mir wirklich am nächsten liegt, ist Zingo. Zingo habe ich einfach wirklich immer gerne gehabt. Auch schon als Kind habe ich viel gesungen in der Familie, nachher in der Schule. Hatte ein spezielles Programm. Und ja, das Singen und das Flötenspielen ist für mich ganz wichtig. Und das kann ich jetzt mit dem Duo, mit dem Xavier Moyen, wirklich auskosten. Was gibt dir Singen? Singen ist für mich wirklich eine Art von Teilen. Also ich fühle mich da ganz oft wie ein Medium, durch die Stimme. Weil dann habe ich das Gefühl, bin ich nur mehr wirklich als Körper da und die Stimme ist das, was nachher uns dreht und was vibriert. Und das finde ich auch schön, also die Art von Teilen und Miterleben mit dem Publikum. Ich wollte zum Schluss noch gerne auf deine künstlerischen Ambitionen, deine Träume zu sprechen. Wie sehen die uns für die Zukunft? Also ich habe ganz klar den Traum, dass alle die sozialen Projekte, die wir haben, zusammen mit der Carina und TM, Treffpunkt Schüdingen, dass die weiter bestehen und weiter sich entwickeln können, weil wir da ganz fest die Seite der Natur und von der Bildung und von der Kultur vertreten und vermitteln. Und andererseits wäre ich ganz froh, wenn wir ein bisschen mehr in der Natur, weil wir hier so schöne Stücke. Und bis jetzt sind wir auch durch Covid natürlich nicht viel auf Tournee gehen können. Und ich freue mich ganz, dass wir das uns in die Welt tragen können. Gibt es einen ganz grossen Traum im Leben, im Künstlerleben von der Jennifer Skolowski? Ein ganz grosser Traum? Das kann ich nicht so sagen. Ich habe wirklich einfach... Ich bin froh, wenn ich weiterhin das machen kann, was bis jetzt. Und ja, mit möglichst vielen Leuten das kann weitertragen. Danke vielmals, Jennifer, für deinen Einblick in dieses extrem vielseitige künstlerische Arbeiten und ganz viel Erfolg für die Zukunft. Merci.